Wir haben Gaia verloren. Mayday, Mayday, wir haben Gaia verloren. So, ich will jetzt einmal kurz nachgucken. Vielleicht schon bei unserem Zeitplatz. Hm? Da ist sie ja wieder. Ah, da bist du ja wieder. Ja. Ich dachte, wir hätten dich verloren. Houston, wir haben ein Problem. Es ist nett, dass du dir solche Sorgen um mich machst. Ja, nennen wir es Sorgen. Ja, nennen wir es. Wie auch immer. Kleiner Fregel. Nenn mich nicht kleiner Fregel. Okay, großer Fregel. Besser? Nenn mich nicht Fregel. Okay. Besser? Ja, teilweise. Ja gut, du bist ja eigentlich gar nicht, aber naja. Ey! Ja, nee, du bist gigantisch. Ich bin stolz 1,67. Ja, ich frag mich eigentlich, wie du im Keller fast so groß bist du. Nee, die eine Stunde ist rum. das mit den Ohren hat einen Cooldown. Meine ich. Ich glaube, alle 2 Stunden geht's. Glaube ich. Oder immer nur für eine Person, das weiß ich gerade gar nicht. Ich schau mal gerade. Es soll ja auch was Besonderes bleiben mit den Öhrchen. Wassermarsch geht immer. Ah. Ja, mit den Öhrchen wird schwierig. Ja, komm, du kannst dich doch trotzdem nochmal aufsetzen, Mensch. Das tut dir doch nicht weh. Es soll was Besonderes bleiben. Dann bin ich hart. Du weißt doch, ich bin hart wie Stein. Manchmal. Hm? Was denn? Nee, ich muss gerade über was anderes lachen. Hä? Hart wie Stein, jo. Genau. Dani, ne? Das stimmt, man kann es pro Stream 10-mal einlösen und nur einmal pro Benutzer. Und jede Stunde einmal. Ist gerecht. Ja. Du bist aber sowas von gerecht. Das war mit also, wenn das nicht gerecht ist, dann heiße ich Herbert. Kaya, das war in Absprache übrigens mit dir, als wir das eingestellt haben. Nee, jetzt zieh mich da nicht mit rein. Doch, das war in Absprache mit dir. Ja, das ist gerecht. Ja. Wollen wir das so machen? Ja, das machen wir so. Okay. Du warst da was mit bei, wo ich die Sachen eingestellt habe. Gibt es da Beweise für? Nö, aber ich weiß, dass du mit bei warst. Siehst du? Da habe ich nämlich. Wobei, na gut, ich kann zumindest beweisen, dass wir uns an einem Tag getroffen haben, um die Sachen zu besprechen. Das kann ich schon beweisen. Was besprochen wurde, kann ich natürlich nicht beweisen. Komm, ich setz die Dinger nochmal auf, Mann. Alter, respektiere doch mal meine Entscheidung. Punkt. Ruhig. Ja, siehst du. Wenn du es machen würdest, dann würdest du ja nicht betteln, ne? Natürlich nicht. Dann lass es sein. Dein gutes Recht. Siehste. Dann lass es doch dabei. Ja, Blechwalze, sorry. Ich hab alles versucht. Ich habe auch gerade mit meinem Anwalt telefoniert, aber es funktioniert. Und wenn es eingelöst wird, mache ich es. Wenn nicht, dann nicht. Ja, ist doch gut. Punkt. Es hat doch mal deine Hufe da flach. Wie machst du das eigentlich? Darf ich wie kämmst du eigentlich deine Hörner unter den Haaren da? Wie versteckst du die? Wie machst du das? Das ist ganz eine ganz seltsame Sache. Die möchte ich aber hier nicht so preisgeben. Die ist etwas schwierig zu erklären. Ja. Ich hab grad getrunken! Sag mal! Dafür gibt's aber nur Wasser. Kein das Wein. Das ist dir überlassen. Na gut, du hättest die Wahl. Energy, Wein oder Wasser. Ja, wenn ich die Wahl habe, willst du mich verarschen? Wein. Nee, es gibt Wasser. Wieso fragst du mich dann?
Blöde Kuh. Du hast die Wahl, Wasser, Energy oder Wein. Weil ich dich glauben lassen möchte, dass du eine Wahl hast. Komm, dafür habe ich drei Schlucke getrunken. Ich bin echt Sklave des Systems, ey. Ja. Aber dafür habe ich drei Schlucke getrunken. Ja, Wasser. Ja. Ja, der Wein muss ja noch halten. Alter. Ja, wir haben noch 3,5 Stunden vor uns. Nee, du hast noch 3,5 Stunden du vor dir. Du auch. Du hast gesagt, ja komm, dann machen wir das. Ja, mach ich ja auch. Du siehst, also hättest du ja auch noch 3,5 Stunden durch. Dann kannst du mir also ein bisschen entgegenkommen. Ja, ich habe 3 Schlucke Wasser getrunken. Ey, komm Gandalf, geh nach Hause, ey, ehrlich. Ich bin weiblich, ich kann kein Gandalf sein. Wenn da bin ich Gandalfine. Ja, Gandalfline, Mann. Nicht Gandalfline, Gandalfine. Ist mir egal. So wie dir das mit dem Wasser egal ist und mit dem Wein und... Ich lass dir die Wahl, du kannst dir aussuchen, was ich trinke. Oh, nimm mal einen Wein. Nee, ich nehm 3 Stücke Wasser. Ja. Es ist gerecht. Ich bin halt teuflisch manchmal. Ich hab immer so kistische Ader. Ich mal, manchmal ersetzt das durch immer. Ey, das stimmt aber auch nicht. Manchmal bin ich auch nett zu dir. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich habe etwas eingelöst und ich möchte, dass du jetzt einen Wein trinkst. Na gut, du hast Wassermarsch eingelöst, nicht Weinmarsch. Ja, dann setz es doch mal vielleicht rein. Das wäre vielleicht sinnvoll, oder? Ja gut, aber ich habe ja nicht immer Wein am Start. Das wäre dann ja gelogen, wenn ich Weinmarsch statt Wassermarsch machen würde. Dass du immer das letzte Wort haben musst. Ja, manchmal muss ich ein bisschen tricksen, um das letzte Wort haben zu können. Mann. Du musst halt eigentlich nur jedes Wörtchen auf die Goldwaage legen, dann funktioniert das schon. Ich dachte eigentlich, das soll ich nicht tun. Nö, tu nicht. So. Oh, ich liebe es, sich zu entnecken. Das ist so schön. Ja, Frunus musst du auch drunter leiden. Wobei ich bei ihm ja auch. Also, da ist es beruht auf Gegenseitigkeit. Dass ich euch wieder besuchen komme. Ach nee, da willst du mich ja verschachern. Ja, stimmt, ich muss das Loch noch ausheben. Bin noch gar nicht fertig. Was war in deinem Essen? In meinem? Oh, auf jeden Fall so ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen, wie heißt dieses eine Öl denn? Schwarzkümmelöl. Und Maria Huna war auch drin. Schwarzkümmelöl war drin, dann hatte ich Frikadellen so ein bisschen. Schwarzkümmelöl? Ja, Schwarzkümmelöl. Schwarzkümmelöl, das habe ich auch nie gehört. Was ist das denn? Öl mit Schwarzkümmel. Schwarzkümmelöl? Okay. Such mal bei Google. Ist echt lecker, darfst du nur nicht zu viel von nehmen. Das sagt mir gerade tatsächlich ehrlich gesagt gar nichts. Ist echt lecker. Schwarzkümmelöl, tatsächlich, gibt es wirklich? Ja, natürlich! Sonst würden wir das ja nicht benutzen. Ja, nur du mir das sagst, heißt nicht, dass ich das glaube. Schwarzkümmelöl, tatsächlich? Von was du mittlerweile alles Öle gibt, das ist ja echt unglaublich. Und du schimpfst dich Koch, ey. Ja, Entschuldigung, das... Das wüsste ich nicht, dass es das gibt. Naja, jetzt schon! Ich kenne hier alle Trüffelöl, Sesamöl und das den ganzen anderen Öl, aber Schwarzkümmelöl, das ist tatsächlich offenbar neu. Okay, man lernt nie aus, ne? Egal in welchem Beruf, man lernt nie aus. Ich lasse mich auch immer gerne eines Besseren belehren. Gerne. Nein, so kurz bei allen vor der 49. Lex Bidoramosch. Aber ich glaube, es war das Schwarzkümmelöl. Nee, das nehme ich öfter. Das kann es nicht sein. Aber wo gibt es das denn? Also ich meine ernsthaft jetzt, wo holt ihr das? Also, ich glaube, unseres haben wir jetzt etwas über ein Jahr. Edeka? Rewe? Ich ganz ehrlich, kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, wir haben es Frisches hat es bestellt, glaube ich. Das hatten wir bestellt. Okay.
Ich weiß gar nicht wofür. Ich kann ihn auf jeden Fall mal fragen, dann kann ich dir das morgen sagen. Gerne. Muss mich aber in der Not daran erinnern. Wenn ich es nicht vergesse, erinnere ich dich, ja. Hat das auch noch nie gesehen. Ist aber echt lecker. Man darf es halt nur nicht erhitzen. Und halt nicht zu viel, weil das ist wirklich intensiv. Aber richtig lecker. Das machen wir jetzt immer über einen Salat. Wenn du es nicht erhitzt, also außer Salat jetzt. Ja, aber also du kannst es natürlich auch ins normale Essen machen. Wäre halt so ganz leicht drüber, aber du darfst halt nicht mit kochen in dem Sinne. Ja gut, da sagt man auch über Olivenöl und das ist Blödsinn. Wenn du es nur kurz was ja, anstrengst... Ja, da aber wirklich nicht. Da wirklich okay. Nicht. Also hat das einen ganz niedrigen Rauchpunkt. Ja. Aber schmeckt okay. Super lecker. Du, ich hab nichts gegen Kümmel. Also eher Dressing, ja. Wir nutzen es wirklich ganz, ganz viel für Dressing. Am Salat ist es immer dran, mittlerweile. Okay, nicht schlecht. Ja, ich komme euch ja dieses Jahr wieder besuchen. Dann. Stimmt. Mach mal einen Salat. Ein Salatchen. Ja, jetzt muss ich erstmal diesen Kampf überleben. Ja gut, wenn du nicht sagst, wie du kaputt gehst, ist ja nicht real kaputt. Sehr schön. Das weißt du nicht? Weiß ich schon. Der ganz Sword Art Online. Wenn du da im Spiel stirbst, dann stirbst du auch in echt. Hab ich nie gesehen, keine Ahnung. Musst du unbedingt mal nachholen. Nee. Es gibt zu viel Animes über ähnliche RPGs. Nein. Ja, aber das ist echt gut. Ja, das will ich auch nicht abstreiten, aber... Nee, ich muss auch so viel gucken. Ja, dann gucken wir das halt zusammen, das ist auch kein Problem. Dann hast du sowieso keine Wahl. Ja, die hier schon gleich bleibt noch ein Wochenende, ich kann eine ganze Woche. Die Serie, zumindest die erste Staffel, kannst du in einem Wochenende durchgucken. Juhu, Level 49! Und zwar alle im Bunde. Hast du die denn aktuell, also kann man die aktuell gucken? Oder ja, du, Netflix. Also, ja, aber ich meine, ich komme ja nicht morgen. Das ist ja wahrscheinlich, wieder im April oder mehr, April, Mai oder so. Ja, aber du kannst sie auf Netflix gucken. Okay. Wie viele Filme meinst du, Mappa? Gut. Du frage mich jetzt auch gerade. Das sagt mir jetzt tatsächlich so gar nichts. Wir sind gleich bei 56 Stunden. The Night Before Christmas und den anderen. Ah! Okay. Corpse Bride, meinst du? Ah, Night Before Christmas. Ja, ach so, das. Okay. Also gut, bis Level 50 komme ich zwar nicht, wahrscheinlich. Aber ich habe es zumindest bis Level 49 geschafft, das ist ja schon mal was. Problem ist, ich muss mich dann nur noch einmal aus dem ganzen Ding raus teleportieren und Items nachkaufen. Ich keine Items mehr habe. Schlecht. Ja, verbrauche ich halt hier gerade. Weil ich halt viel heilen muss. Dadurch, dass ich halt ein paar Level drunter bin. Und da ich bis hierhin keine neuen Sachen dafür bekommen habe, in dem Gebiet wird hier das leider nicht hinterher geflossen, muss ich leider nochmal in irgendeine Stadt zurück. Ja, aber erst wenn ich vielleicht noch schnell einen Portort bekommen habe. Oder kurz vor dem nächsten Bosskampf stehe.
Also sonst muss ich ja die ganzen Kämpfe doch mal machen. Das ist auf der einen Seite nicht verkehrt, level ich ja. Aber dann habe ich, stehe ich beim nächsten Mal wieder vom gleichen Problem. Dass ich dann wieder keine HP habe. Ah. Na gut, desto mehr Level ich kriege, desto weniger muss ich heilen, aber trotzdem doof. Ich kämpfe wieder mit den einen AP, danke. So, ein paar AP sind es ja. HP ist ja das Mana. Das ist ungewohnt. Beide Abkürzungen sind eigentlich für gewöhnlich für Lebenspunkte. Hier ist das eine aber für Mana, das andere für Leben. Das Mana. Was hat mein Bruder damit zu tun? Nein. Der heißt nicht hier Mana. Würde dieses Jahr die Metro-Teile spielen, aber bevor die Bücher lesen, werde ich mir Ende des Monats bestellen. Ach, da gibt's doch noch Bücher von? Gute Neune. Was meinst du jetzt mit Metro? Ja, von der Spielereihe Metro. So. Metro Exodus oder wie die ganzen Teile da heißen. Du meinst jetzt aber nicht hier diese Metroid oder was? Metroid Prime? Nein! Metro Exodus und wie die ganzen Dinger da heißen. Kenn ich nicht. Ja! Sorry. Dann Google. Mal wieder? Ja, wenn du es wissen willst, wenn sie dich jetzt interessiert, brauchst du dich googeln. Ja, google es auf. Also Metro The Last Night zum Beispiel. Metro Exodus zum Beispiel. Okay. Gehe ich jetzt mal von aus. Das wäre das einzige, was mit Metro ich kenne. Das andere ist ja Metroid Prime oder halt allgemein Metroid. Das ist ja nicht Metro. Um das auszuschließen. Ja, das heißt ja Metroid und nicht Metro. Verstehst du? Hätte auch sein können. Hätte vielleicht auch eine Abkürzung sein können. Aber wäre eine dämliche. Willst du Metroid abkürzen? Geh einfach nach Hause. Geh einfach. Ich bin zu Hause! Weiter geht nicht! Doch, roll nach hinten mit dem Stuhl. Okay. Nein, das war ein Scherz. Ja, weiter Nein. geht eh nicht. Das ist eine Mauer Nein. hinter mir. Ein ja. Witz. Was ist? Wieso? Ich hab's doch schon gemacht. Ich kann's dir ja gar nicht mehr lassen. Ich hab's ja schon getan. Ja, roll wieder vor. Gemütlich die Sicht von hier hinten. Ich verstehe dich gar nicht mehr. Was hast du gesagt? Du. Komm. Vor. Ah, jetzt geht's wieder. Verbindung ist wieder da. Schön. Okay, die Typis gehen jetzt auf jeden Fall easy von der Hand. Verbindung schlecht. No. Ich bin doch schon wieder vorgerollt. Ah ja, stimmt, Entschuldigung. Ja. Im Metro gibt es 3 Teile. Okay. Also ich weiß tatsächlich vom Namen her gerade nur Metro Exodus. Die anderen weiß ich gerade nicht auswendig. Also, ich hab erstmal angezeigt. Ich glaube, die haben sogar alle ähnliche Spielecover. Ähnliche, nicht gleich. Metro Exodus Stream. Er ist ein Stream. Costa Ponta. Okay. 2019. So wird es zumindest hier angezeigt. Ja, wie gesagt, gibt mehrere Teile davon. 18. Okay, richtig geil. Wurde mir auch schon für ein Stream vorgeschlagen. Einen der Teile besitze ich, glaube ich, sogar. Weißt du nicht welchen? Macht die aktuelle Grafikkarte bei mir eh nicht mit, aber es sieht gut aus. Es gefällt mir. Bin ich gerade zweimal im Kreis gerannt?
Was ich mir wahrscheinlich holen werde, was mein Bruder gestern gesagt hat, wir sind, was sogar wirklich auf der Grafikkarte auch funktioniert, ist Dying Light, also der erste Teil. Ach so, ja. Aber der ist ja auch Aspar. Metro Last Light Metro 2033 und Metro Exodus. Ah ja, okay. Irgendeiner davon habe ich. So. Warte mal. Das ist so ein First-Person-Shooter, aber halt so also mit Rollspielelementen, ne? Kann das sein? Wenn ich das nicht ganz. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie groß oder nicht fragen. Nee, ich meine Mappe. Wenn ich das richtig interpretiert habe. Ja. Ah, okay. Also quasi wie. Wie heißt das denn? Namen Tybalt. Guten Abend, Tybalt. Wie heißt es denn jetzt? Verdammt, hier dieses. Ich bin selber. Scheiße, was für ein Item im Steam öffnen. Das kann ich gar nicht selber drauf. Musst du nicht eigentlich arbeiten, Hybrid? Alter, nur noch ein halbes Level, dann bin ich bei 50. Wir waren 50. Wenn man AFK. Okay, bis gleich, Mappa. Gleich. Was meine ich denn jetzt? Ey, verdammt, ich komme nicht auf den verdammten Titel. Sorry, ich bin fertig mit der Horrorschicht. Borderlands. Meinst du fertig im Sinne von du hast genug oder fertig im Sinne von du bist durch? Beides. Okay. Na, dann hast du es aber wenigstens hinter dir. Füße hoch und genieß dein Feierabend. Würde ich meist einfach so sagen. Oh, verbesserte Heilungsarzt, das klingt gut. Also was ich jetzt meinte, war jetzt hier im Borderlands, ist ja auch so. Shooter mit Rollenspielelementen. Ja. Borderlands steht auch noch auf der Liste. Alle Teile. Okay. Vom ersten angefangen. Ja, mein innerer Monk, lass mich. Ich hab doch jetzt nichts gesagt. Aber gedacht. Nein, auch das nicht. Ehrlich gesagt, nein. Gut. Oh Gott. Okay, gleich kommt auf jeden Fall Kampf. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall einmal speichern. Problem wird jetzt sein. Okay, ich müsste alle Ebenen nochmal durchlaufen. Okay, das mache ich nicht. Dann muss ich es versuchen mit dem, was ich habe. Ich müsste halt echt alle Ebenen durchlaufen. Da hätte ich nichts mit gewonnen. Da hätte ich nichts mit gewonnen. Dann muss ich es gucken, dass ich es so hinkriege. Bei einem Kampf wird mich jetzt definitiv erwarten. Ich weiß nicht, ob es der finale Kampf ist oder ob es nochmal irgendein Zwischenkampf vorm Ende ist. Aber irgendwas wird mich da jetzt erwarten. Also jetzt ruhig sein. だったんだろう。なんだ。眠っているのか。いや、保存状態はいいが、すべて死んでいる。死体？墓場なのか、ここは。墓にしては、それにヘルガイムキルではない。
ヘルガイム・キルガ・ダナ人を作り変えてレナ人としてレネギスに住まわせた。とすればどこかにその処置を行った場所があったはずだ。ここがそうだと言うんですか？じゃあここにいるのは皆ダナ人いやレナ人なのか？おそらくな。それが何らかの理由で放棄されたのだろう。 Wie ich erstmal noch schön am Essen bin. Okay. Das war heute wieder so ein richtiger Montag, aber endlich entspannen. Na, wenigstens kannst du dich jetzt ausruhen. Das ist ja schon mal was. So. Vermute aber, dass wir immer noch dann gleich leise sein müssen. Das ist schön. Schönes Massengrab. Das sieht sehr gemütlich aus. Fehlt nur noch so ein Tisch, eine Bank, ein paar Kissen. どうやら戦わないと先に進めそうにないわ。気をつけろ、でかいぞ。 Juhu, Level 55. Kaya, du dürftest wieder reden. Wenn Kaya will. Wenn Kaya wieder da ist. Habe ich wenigstens etwas Schönes heute noch. Ja, ich konnte dadurch, dass Frisches oder dass wir morgen erst um 8.30 Uhr los müssen. Dafür macht Frisches morgen halt ein bisschen länger auf der Arbeit. Konnte ich dann halt sagen, okay, dann muss ich halt nicht um 23 Uhr ins Bett, sondern kann etwas länger machen. Und dann habe ich halt gesagt, gut, okay, es sind noch 7 Stunden quasi, bis das Spiel durch ist. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch 3,5. Je nachdem, wie lange wir jetzt für den Kampf hier brauchen. Und ja, dass wir das halt heute durchwuppen. Komm mal, was da wolle. Aber Kaya scheint wirklich weg zu sein. Der redet gar nicht mehr. Kaya ist von dannen gegangen. Alter, warum krieg ich eigentlich nur ich auf die Fresse? Ich will, dass sie in der Zeit vergeilt werden würde. Ja? Warum verlieren wir heute den Teil? Weiß es nicht. Weiß es nicht. Kaya geht uns heute echt oft verloren. Alter, kurz vor der nächsten. Na gut, eigentlich ist es ja noch gar nicht die nächste Phase. Okay, Fußbrecher kriegt es trotzdem. Boah, aber dieses Viech ist echt mega eklig. Machen wir ein Suchspiel drauf. Wo ist Kaya? Können wir machen. Können wir machen. Wer hat denn Kaya gesehen? Bitte melden. Okay, einer unserer Heiler ist tot. Ui. So, und gleich in der nächsten Phase. Perfekt. So, jetzt werden wir wahrscheinlich so richtig auf den Arsch kriegen.
Nachdem sich das Viech wieder erholt hat. Denn jetzt sind wir in der nächsten Phase. Hallo? Ah, Kaya ist doch wieder da. Wir haben Kaya doch nicht verloren. Nein, ich habe nur noch eine Schwester gefunden. Ja, wir haben nichts mehr von dir gehört. Du warst einfach verschollen. Dachte, du magst uns nicht mehr. Wir wollten schon eine Schnitzeljagd organisieren. Ein Quatsch. Du hast uns einfach so ohne Wort zu sagen allein gelassen. Schwester Herz geht vorbei. Bitte? Deine Schwester, hallo. Wenn ich anrufe, gehe ich natürlich dran. Bitte? Ja, deine Schwester kann doch nicht anrufen. Sie ist, glaube ich, noch ein bisschen zu jung für. Das heißt, Pö, sie kann es noch nicht. Wie alt ist deine Schwester jetzt? 6? 5. 5 wird 6. Und klar kann sie schon telefonieren. Ja, okay. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht die Haarspitze reinmachen, oder? Aber es macht doch Spaß! Nein! Nimm mir nicht den Spaß! Aber ich mag doch den Spaß! Hast du meine Schwester will heiraten? Ich weiß doch klar. Ehre? Ja. Wer will denn heiraten? Also. Sag sie mit dem Verlobungsring am Finger. Ist ja komplett schwerbehindert, ey. Ja, ne? Aber wie kann man heutzutage in solchen Zeiten noch heiraten? Ich sehe, dass ich im Mai irgendwie jemanden von meinem kriege, der da 3-4 Tage aufpasst. Ja, super. Ja. Die kennen sich in dem Alter besser mit Handys aus als da einer. Ja. Komplett behindert, ey. Hä? Die ist doch komplett behindert. Ey, ich will auch heiraten. Ich meine, ich kenne ihren Freund, der ist in Ordnung. Ich mag Daniel, aber. Nein! Ey, ich will auch heiraten. Das ist schon gerne gewusst. Ich will auch heiraten. Ey, mich überfordert, das ist gerade komplett. Hallo! Ja, heirate doch! Mein Beileid. Alter, okay, dich lade ich nicht zu unserer Hochzeit ein. Nee, ich finde das schon scheiße, dass meine Schwester mich eingeladen hat. Das ist mir ja schon kacke. Okay, wenn du scheiße findest, dann lade ich dich erst recht ein. Ich muss es ja nicht annehmen. Doch, musst du. Am Arsch. Du wirst meine Brautjungfer. Am Arsch. Ja, du kannst von mir so auch am Hinterteil die Brautjungfer werden. Da musst du dich nur so am Kleid mitziehen, also einmal so draufziehen und dann dich mitziehen lassen. Nein. Du kommst gefälligst zu der Hochzeit. Du kommst, du hast da gar kein Mitspracherecht. Ja, okay, mach das am besten genau, weil meine Schwester heiratet hier. Wenn sie das überschneidet, ich kann mich nicht zerteilen. Das ist gut, dann bleibe ich einfach zu Hause. Wie soll sich das überschneiden, wenn wir nächstes Jahr erst heiraten? Ach, nächstes Jahr? Ja? Da habe ich sowieso keine Zeit. Ach, es ist natürlich hast du da Zeit. Tot wirst du doch nicht sein. Da bin ich im Ausland. Ja, ich weiß, da wo du wohnst, ist schon Ausland, aber... Ja, Mappa, das ist ja immer mal voraus. Da trage ich das ja sowieso nicht. Egal, wo es ist. Oh, Scheiße. Ja, Level 50. Wir haben Level 50. Ne. Ja, du darfst ruhig wieder reden. Danke. Jetzt will Kaya. Vielleicht telefoniert Kaya wieder. Nee, ich telefoniere nicht. Ach, schade. Ja, jedes Mal, wenn du nichts mehr sagst, dann bist du meistens weg. Deswegen. Ich schreibe gleich auch, dass die bescheuerte und scheiße ist. Schön, dass du zu unserer Hochzeit kommst. Das freut mich.
Am Arsch. Natürlich kommst du. Ja, wie gesagt, wie Mappa gesagt hat, ist genug Alkohol da. Du kennst uns, als wenn wir keinen Alkohol hätten bei uns. Ach, genug. Sehr geil. Aber ich trinke mir trotzdem Feuer ein. Hallo? Und dann trinken wir danach. Danach wird's ja schlimm. So, ich weiß nicht, ob jetzt gleich eine Katze hinkommt. Ehrlich, an alle, die heiraten wollen, ey, ehrlich, ihr tut mir wirklich leid. Alter, halt doch die Fresse. Nein, tu ich nicht. Ich sag nur, was ich denke. Oh, ich weiß. Ich auch gegen meine eigene Schwester. Hallo, ey, die ist doch bekloppt, ey. Also ehrlich gesagt, ich weiß, warum du keine Frau hast. Das wird mir immer klarer. Ja, weil es das Beste ist, was mir passieren konnte, dass ich keine habe. Hier, stell dir mal vor, du bist verheiratet. Ich glaube, er wurde noch nie wirklich geliebt. Na gut, er ist auch nicht liebenswert, also. Genau. Wie soll man was geben, was er ja nicht mal zurückgeben kann, also. Richtig, genau. So, jetzt halt mal kurz die Fresse. So. Das ist ja genau das. So, stell dir mal vor, du bist jetzt verheiratet. Okay. Ja, was hast du davon? Das ist eine schöne Sache. Ja, und das garantiert natürlich, dass es für immer hält. Hey. Nö, tut es nicht. Das ist aber nicht der Grund, warum man heiratet. Das kenn ich aus meinem Freundeskreis. Die meisten, die geheiratet haben, sind nach einem Jahr wieder geschieden. Nee, Kaya ist einfach nicht liebenswürdig. Den kann man gar nicht lieben. Gott sei Dank. Weißt du, wie ich das meine? Ich kann wenigstens machen, was ich will. Das könnte ich auch. Ja, dann mach's doch einfach. Mach ich doch. Für alles, was ich nicht machen kann, fehlt mir halt das Geld, ne? Eine Bank ausrauben würde ich jetzt nicht unbedingt machen wollen. So. Mein Gott, nein, nicht in die Kriminalität abrutschen. Da muss ich wieder Streetwalker spielen. Hey, ich wollte gerade fragen, machst du mit? Da muss ich wieder sagen, oh Leute, bleib doch mal break. Michelle, du musst doch mal ganz rickbreaken. Du musst deine Base fassen. Oh Nick, Gott, das klingt ekelhaft. Hör auf damit, das ist gruselig, das macht mir Angst. Warum sieht jeder Raum einfach fucking gleich aus? Das kann. Ja, Mappa, jetzt mal ernsthaft, willst du heiraten? Ich meine, jetzt mal irgendwann jetzt, ist egal, ob es heute Morgen... Ja, aber lass doch die Leute heiraten, wenn sie heiraten wollen. Es ist doch nur eine Frage. Nur weil du da keinen Bock drauf hast und noch keine Frau findest. Okay. Warum sollte man nie heiraten wollen? Das macht man ja nicht, weil man denkt, dass man für ewig zusammenbleibt. Das macht man, weil es so eine Sache ist. Das ist doch nicht falsch. Hallo? Soll jeder machen, was er meint? Um Gottes Willen. Naja, wenn du so gegen abhetzt, klar. Hetzt da nicht gegen ab. Nein, überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht gegen abhetzen. Was meine Schwester betrifft, ja, der hetzt sich gegen ab. Das ist aber auch meine Schwester. Alle anderen sollen machen, was sie wollen. Um Gottes Willen. Selbst deine Schwester kann machen, was sie will. Das ist alt genug. Ja, sowieso. Natürlich tut sie das. Gott, mit dir als Bruder ist aber auch gestraft, ne? Ja. Und manchmal. Warum? Wir haben doch eh nicht viel miteinander zu tun. Sie wohnt in einer ganz anderen Welt. Siehst du, da fängt's an. Ja. Da fängt's an. Das ist auch gut so. Ich konnte nie was mit meiner Schwester anfangen. Warum gehst du dann ans Telefon? Weil es trotzdem auch meine Schwester ist. Das eine widerspricht dem anderen. Nein, tut es nicht. Nein. Aber das ist eine private Sache, die gehört hier nicht hin. Bin zu lustig. Also, auf der Basis. Mhm. Ja, du weißt, wie ich das meine. Von meiner Schwester rede ich jetzt auch nicht gerade, als wäre sie ein Engel. Gut, ist sie auch nicht. Sie hat noch größere Hörner. Nee, meine Schwester. Nee, weil sie meint. Mappa, wer ist älter? Deine Schwester. Meine Schwester ist jünger wie ich. Die ist. Wie alt ist meine Schwester? 25, 26, 27, ja irgendwie sowas. Also so weit wie ich? Das ist so niedlich. Ich glaube, nee, 95? Ich glaube, 95 ist sie geboren. 95? 90? Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Wenn sie 95 geboren ist, ist sie ein Jahr älter als ich. Ich weiß nur, sie hat Film und Regie studiert. Ja, okay.
Und wir sehen uns maximal zweimal im Jahr. Gut, siehst du deine Schwester mehr als ich? Ich glaube, ich habe meine Schwester seit 1,5 Jahren nicht mehr gesehen. Okay. Kommt das hin? Sag mal, also letztes Jahr habe ich sie nicht gesehen, meine ich. Nee, letztes Jahr habe ich sie nicht gesehen. Nun ist so ein Draht zueinander, wie es vielleicht hätte sein sollen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube 2000... Warte mal, letztes Jahr war es 21, na ja. 2020 habe ich sie das letzte Mal gesehen. Letztes Jahr war 21, ja. Das ist korrekt. Ja, wenn ich zurückspringe in den Jahren, dann ist das immer so ein bisschen... Ja, solange du nicht im 18. Jahrhundert landest, ist alles in Ordnung. Ich glaube, dann würde ich mir Gedanken machen, wenn ich plötzlich im 18. Jahrhundert ankomme. Dann würde ich mir auch über dich Gedanken machen. Dann bin ich bin eine Zeitreisende. Oh Gott, ich glaube ich nicht. Ja, so. Das ist echt der Zeitpunkt, wo ich jetzt sage, du bist eine Zeitreisende, genau. Und meine, ja. Und meine Oma war hier. In echt heiße ich Gwendolyn Shepherd. In diesen Film darum zu prallen, meine Gott, die sind Asbach. Was denn? Die sind toll, die Filme. Ja, ich finde die gut, aber. Ja, was denn? Gibt's sonst einen Film, der in der heutigen Zeit spielt und da. Also Filme, keine Serien. Und das dann so thematisiert wird mit dem 18., 16. Dinosaurier und so? Dinosaurier vielleicht nicht, aber Counterpart wäre eine Serie, die zum Beispiel. Ich sag dir auch Filme, nicht Serie. Das ist Filme, nicht Serie. Habe ich gerade noch gesagt. Keine Serien. Bei Serien kenne ich einige. Vor allem Anime-Serien. Ich rede jetzt nur von Filmen. Oder Filmreihen. Du meinst jetzt explizit Filme, die das Thema Zeitreisen. Ja, ja. Also die zu dieser Zeit spielen wie, ne? Gwendolyn und dann zurückreisen. Ja gut, zurück in die Zukunft. Klassiker. Absolut. Gummibärenbande. Ja, ne, die hüpfen nur rum. Ist aber wenn auch eine Serie. Wenn. Oder gibt's von den Gummibären einen Film? Also nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß es nicht. Ich will es aber auch nicht ausschließen. Ich aber dann, wenn, wüsste ich es nicht. Nee, okay. Hätte aber sein können. Die waren ja recht beliebt. Ich hab Angst vor dem, was da passiert, wenn ich da gleich hinrenne. Renn einfach hin und dann siehst du, was passiert. Ich habe einen Schnellreisepunkt entdeckt. Oh Gott sei Dank. Der Teleporter zum Eingang ist aktiv. Oh Gott sei Dank, ich kann shoppen gehen. Oh. Jetzt herausfinden, wo... Da. Einmal dahin. Weil dann kann ich mir jetzt nämlich Items kaufen. Gott sei Dank, das Spiel liebt mich doch. Wobei es etwas unlogisch ist, wenn du einfach mal wieder zurückreist. An einen Ort, wo du eigentlich gerade gar nicht hinkommst. Das ist unlogisch an einem Ort, wo du einfach komplett angemessen angekleidet bist. Wieso? Du trägst ein Kleid und deine Flügelchen. Ja. Ja, aber das ist doch das Kleid, was wir von der Story haben. Das habe ja noch nicht mal ich mir selbst ausgesucht. Das ist von der Story gerade so vorgegeben. Also ich kann es auch wirksam, aber das ist von der Story so vorgegeben. Ja. Ja, hättest du die Story verfolgt, wüsstest du. Es ist mal Tatsache. Nicht böse gemeint. Hawaii-Hemd da hier in Nachtahiti oder so, ey. Nee, Hawaii-Hemden haben sie da nicht. Wir können zwischen Schuhe in die Form... Schwimmuniform, also Baywatch für Arme und hier. Das hast auch Wish bestellt, ja? Also bitte. Ja, Baywatch für Arme. Auf Wish bestellt. Wir wollen ja politisch korrekt bleiben. Baywatch für Arme. Okay, ihr kann ich auf jeden Fall eine bessere Waffe geben, das ist schon mal gut. Wo kriege ich denn einen Schleimsack her? Das erkläre ich dir, wenn du groß bist. Leuchtewaffen. Wie geil. Küken.
Küken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind die hübsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leuchtewaffen. Da stehst du ja drauf. Alter, selbst das Schwert sieht mega aus. Eisenpfeife. Alter. Hier ist aber mal jetzt so mit meinem Mund. Alter, ja, ja. Bis gleich. Ja. Alter. Okay, wo kriege ich die Items her? Das sieht auch mega aus. Wo kriege ich die? Okay. Warum bin ich nochmal in die Stadt gegangen? Okay. Was fehlt mir dafür? Dunkles Blut. Nee. Attribut bekommen. Nee, das. Achso. Ach ja, das stimmt. Ziemlich kompliziertes Material aus dem Spiel zu bekommen ist dasselbe. Eine Anomalie am Haken. Und das. Okay. Muss ich einmal gucken. Konoi. Nein. Inquest. Okay. Okay, warte mal. Ping. Will ich einmal wissen? Ja, ich hab's schon, aber ich suche nach einer Quest. Weil, um diese Glitzerwaffen herzustellen, brauche ich eine gewisse Quest. Da brauche ich ein gewisses Material und ich weiß noch nicht, wo ich die Quest dafür finde. Ja. Ich gebe mein Bestes, ja. Ja, ich fühle mich, da habe ich gerade nicht geschlagen. Ja. Nee, die ist es nicht. Ich will nur wissen, wo man eine Quest kriegt. Okay, warte mal. Habe ich es jetzt kopiert? Ich weiß es nicht. Nein, nicht größer machen, nur einen Tab öffnen. Okay. Da habe ich aber was ganz Massives übersehen. Okay, selbst wenn, könnten wir es sowieso nicht machen, weil es Level 63 wäre. Oh. Okay, ich weiß auf jeden Fall, was ich beim zweiten Run machen werde.
wenn wir dann irgendwann mal einen 100% Run machen. Also wir spielen es auf jeden Fall noch ein zweites Mal, weil ich will die Waffen haben. Also nicht danach nochmal ein zweites Mal, sondern wir spielen das dann irgendwann ein zweites Mal. Freue mich, weil... Nee, da fehlt so einiges für. Da muss ich halt so ein extra Ding freischalten. Billiger Schneider. Ja, da möchte ich halt einfach nur die beiden Waffen haben, ne? Sehen halt mega aus. Bei ihr, die Waffe wäre geil. Wäre natürlich auch geil. Auch. Bei ihm finde ich nur die hier hübsch. Den habe ich ja schon. Bei ihr finde ich das halt mega. Und komm, da kann mir keiner sagen, das sieht nicht gut aus. Das sieht mega aus. Und das hier brauche ich nicht unbedingt. Bei ihm sieht das hier halt auch mega aus. Da brauche ich die Bestraferarmschienen. Okay, wo kriege ich denn... Wo kriege ich die her? Also tatsächlich gehören die dann wohl zu den besten Waffen mit im Spiel. Wenn ich das hier so richtig sehe. Also ich spiele es auf jeden Fall noch ein zweites Mal. Glaube ich, oder? Sind das schon die besten Waffen? Und Schrank. Sein Name kommt einfach mal so gar nicht mit in dem Ding dran vor. Okay. Also wir spielen es auf jeden Fall ein zweites Mal. Punkt. Weil die Waffe sieht halt echt mega aus. Und das ist die, die wir jetzt haben. Also für ihn haben wir sogar eigentlich schon eine Waffe. Das hier sieht halt auch mega gut aus. Das sieht halt auch richtig gut aus. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Dafür kann man ja mehrere Durchgänge spielen. Ja, was die Waffen sind, halt gerade wichtiger. Es tut mir ja leid. Aber, ey, komm, ihr wisst, wie ich mit Waffen bin. Vor allem welche, die leuchten. Da kennt er mich doch so langsam. Das ist doch schon nichts Neues mehr. Mann, ey, komm, das ist bei dir genauso. Kannst mir nichts erzählen. So. Habe ich jetzt genug für den Kampf? Sollte. Oh, ich hätte gern die mehr Glitzerwaffen. Ich bin nicht komisch drauf. Ich habe mich halt einfach in gewisse Sachen im Spiel verliebt.
Und da bitte ich um Verständnis. So, da gibt es sogar auch einen Auftrag. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Ja, da muss ich hin. Wo hast du mich denn verärgert, Mappa? Meinst du vorhin das mit dem Alert? Och, alles gut. Sag doch, was kann passieren. Juhu, jetzt dürfen wir warten, bis der Lord vorbei ist. Muss das sein? Nee, der war's nicht. Der war's nicht. Aber muss das nicht sein? Hättest du das nicht 2 Sekunden eher machen können, als wir da noch in dieser Stadt waren? Muss das sein, wenn wir gerade weiterspielen wollen? Hybrid! Also wirklich, ich muss den echt rausnehmen. Oder zumindest Stimpits reinsetzen. Ich muss das unbedingt machen. Ihr nutzt den schamlos aus. Das ist wirklich schamlos. Schwer, tot. Achso. Alles gut, Mappa. Alles gut. War echt nicht schlimm. Thank you.